Okay. Und weiter geschwommen in Subnautica, Below Zero. Und ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was ich machen soll als nächstes, weil ich habe jetzt ja hier irgendwie. Ich habe übrigens nichts offscreen gebaut. Ich hatte ja irgendwie sowas in dem Sinne erwähnt, dass ich eventuell meine Farm hier irgendwie nebenbei bauen möchte oder so. Ich habe natürlich nichts dergleichen getan. Ich war irgendwie total beschäftigt und generell überhaupt. Und ja. Okay, was ich aber. Wie viel Titan habe ich jetzt noch auf Tasche? Wir haben noch ein bisschen Titan. Wir könnten jetzt also quasi hier lauter von diesen Blumenpötten hier hinpacken und doppelt rein wahrscheinlich. Ist die Frage, ob ich jetzt so längliche Reihen machen möchte? Soll ich das hier irgendwie ausrichten? Oder ist das genau dazwischen, wa? Soll ich das so machen? Bisschen schade, dass man die Sachen nicht. Doch, ich kann die sogar drehen in der Hand, aber es ist wahrscheinlich leichter, wenn ich einfach rumrenne. So. Muss ich mal schauen, was ich. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Titan. Wie viel Titan habe ich eigentlich generell noch? An sich müsste ich auch noch die. Oh, das ist mein letztes Titan. Das ist ja super. Ein neues Titan ranzukriegen sollte jetzt gerade mit der. Ja, ich melde mich schon bei Fehlern. Neues Titan ranzukriegen sollte jetzt insbesondere im Hinblick auf die neuen Dingens überhaupt kein Problem mehr sein. Weil ich kann ja jetzt mit dem Krebs einfach so Sachen abbauen, aber trotzdem machen wir hier so. Ein bisschen Titan haben wir noch. Judy! Hier, so, was können wir hier noch machen? Blumentöpfe, kann ich in die Blumentöpfe eigentlich was reinpflanzen? Oh, ich kann da was reinpflanzen. Aber was? Jetzt bin ich ja komplett überfragt, ne? Ich könnte den Recyclon auch hier hinstellen. Und wir spielen übrigens keine Musik mehr, fällt mir gerade so auf. Ja. Das ist ein Außenbeetkasten, den kann ich offensichtlich innen nicht bauen. Obwohl er so schön groß wäre, das wäre halt gut gewesen, ne, wenn ich den hier bauen könnte. So, ich überlege übrigens auch nebenbei gerade noch, was ich jetzt nächstes eigentlich normal pflanze. Man sieht schöner Pflanzen. Die kosten alle 2 Titan, ne? Ich überlege gerade nebenbei noch, was ich eigentlich als nächstes überhaupt machen könnte. Das, ob ich wieder aufs Festland fahre. Oder ob ich weiter in die Tiefen gehe. Aber ich glaube eigentlich. Also ich habe halt gerade aktuell nicht so eine richtige Mission, was eigentlich als nächstes so zu tun ist. Was das halt so ein bisschen für mich schwierig macht. Zu entscheiden, was jetzt so die nächste große Sache ist. Davon, ich könnte ja mal. Das ist grausam und schön an Subnautica. Es hat keinen Questlog. So, okay, gut. Dann haben wir das jetzt hier. Habe ich eigentlich noch eine Batterie drin? Die könnte ich ja, während ich hier noch am Rumwuseln bin, könnte ich jetzt zumindest die Batterie von meinem Konstruktionstool durch eine volle Batterie ersetzen. So. Ach genau, ich wollte das Glasdach bauen. Jetzt weiß ich auch, warum ich kein Titan mehr habe, weil ich alles durch Dings ersetzt habe, ne? Warum ist es draußen eigentlich so laut? Schon weg wird das. Ich wollte ein großes Glasdach bauen, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich brauche dafür 4 Titan, 2 Lithium und 4 emailliertes Glas. Und für emailliertes Glas brauche ich jetzt noch normales Glas. Aber ich habe schon normales Glas. Also ich brauche Blei. Und ich habe Blei, haben wir natürlich nicht, weil ich die Dinge jetzt hier nicht gebaut habe. Das ist der falsche Raum. Wir haben auch noch leichten Magnetitmangel, aber wenn ich rausfahren will, um die Dinge zu bauen, dann. Das waren geile Liedaufschlüsse, ne? Wo die mit Aussicht auf Blei waren. Ah, ich habe ja alles vergessen hier. Interessant übrigens, dass ich diese Küken-Dinger direkt suchen kann, ob mir das irgendwie. Galenit. Wir suchen Galenit. Okay, alles klar. Passt. Judy! Dann gehen wir mal eben zur Tür, beziehungsweise eigentlich, was ich vielleicht auch vorher tun sollte, ist hier mal die Laternenbäume anzubauen und 3 davon reinzulegen. So. Habe ich jetzt eigentlich 4 Dingsbeine? Ich habe nur ein Glasbein. Also könnte ich auf jeden Fall schon mal Energieverbrauch nochmal 2 Glas herstellen. So. Also kriegen wir zumindest auch die Zeit rum. So, dann haben wir das. Dann kann ich das hier erstmal in meine zukünftigen Bauprojekte neben die Tür stellen. Genau, dann habe ich jetzt noch Salz auf Tasche. Das brauche ich eigentlich auch überhaupt nicht, ne? Ich packe das einfach mal hier hin. So. Was ich aber auch schon mal tun könnte, natürlich, wo ist denn jetzt dieser Kühlschrank hier mitten im Raum? Okay, nice. So, Judith, das ist das alte ganze Zeug hier. Dann gucken wir mal, was wir davon alles noch schnell einpflanzen können, auf die Schnelle. Wie schwimmt da draußen so schnell Zeug vorbei? Ich finde das nicht gut. So, warte mal hier. Erstmal chinesische Kartoffeln kann ich anbauen. Dann kann ich hier auf jeden Fall die Mammutmelone einbauen. Und hier die Hufeisennuss. So, und dann kann ich hier noch die Schneepflaume anbasteln, wa? Und Schneepflaumenblatt. Ah, ne, das kann ich nur so. Okay, gut. Zeig mir die nochmal Schneepflaume. So, Judy. Guter Salat. Kann man den einfach essen?
Nee. Okay, das ist jetzt sehr verwirrend, weil ich keine Ahnung habe, was ich mit den Schneeflaumenblättern eigentlich machen soll. Egal. Die Samen sind auf jeden Fall mal eingepflanzt und damit beschäftigt. Jüdi, dann wollen wir mal los und tun uns mal ein bisschen Blei. Während draußen anscheinend so ein bisschen Wasser ist. Ah, die... Wie ist denn draußen das Wetter? Das würde ich jetzt doch schon mal gerne sehen. Ich hätte aber die Treppen hochlaufen können, aber... Das Wetter geht eigentlich. Habe ich eigentlich noch den Arktikanzug an? Ja, habe ich noch. Ist doch vollkommen okay. Na, ich hoffe, ich muss nicht tiefer als 400 Meter oder so. Ich könnte ja eigentlich mal auch meinen... Also können wir jetzt müssen noch warten, was ich als nächstes mache, ne? Hm? Wenn ich jetzt als nächstes in die Tiefe, in die Oberfläche gehe, dann ist natürlich der Arktikanzug genau das Richtige für mich. Aber wenn ich... Wenn ich in die Tiefen will, dann soll ich das mal ganz schnell ausziehen, das Ding hier. Aber eigentlich, wenn ich gerade in der Basis rumrenne, ist das eigentlich auch total hohl mit diesen... Was ist denn das hier? Es ist hier immer noch Fragmente eines Segler, das rumliegen ist auch... Wir haben bis jetzt ein Blei gefunden, nach all dem. Und ich habe immer noch nicht... Okay, da hinten ist sich drin. Oh, die Fragmente einer Gravitationsfalle. Dann kann ich die, glaube ich, nicht mal bauen, oder? Ja. Ich weiß übrigens nicht so richtig, was ich mit der Gravitationsfalle eigentlich soll. Aber interessant, dass hier direkt in den Anfangsflachgewässern die Bauteile dafür alle rumliegen, die ich bis jetzt die letzten 20 Mal bloß übersehen habe. So, hier hinten müsste wieder dieses Elektro-Dings sein, oder? Hab ich da schon wieder vorbeifahren? Sag mal, die Eisplatte, sah die schon immer so aus hier? Ja, oder? Das ist... Kommt mir jedes Mal aufs Neue irgendwie vor, als wäre hier alles anders, ne? Muss ich mir die Kobolde noch was bringen? Was haben wir hier noch? Nö. Mehr Blei? Ja, das ist ja wahrlich super. Also, ich finde das sehr schade, dass sie dieses, sag mal, Easy-Mode, wenn du mal eben schnell auf die schnelle bestimmte Ressourcen brauchst, finde Dingsbums, dass sie das nicht irgendwie ein bisschen aufgebohrt haben von einem Teil zum anderen. Weil also, du kannst halt immer noch nicht so richtig abschätzen, wie nah die Sachen da sind und wie, oder wie weit die weg sind. Boah, das Ding liegt jetzt zum Beispiel mitten oben drauf. Aber der da, ich habe keine Ahnung, wie weit der weg ist. Ich sehe es halt nur daran, wie wenn ich mich kurz nach links und rechts bewege und wie für sich der Blickwinkel ändert. Aber so richtig ersichtlich ist das auch nicht. Wäre halt irgendwie schön, wenn das irgendwie da auch ein paar Sitz... Ne, guck mal, das Ding ist zum Beispiel dahinter. Hab mich ja wunderschön getäuscht, der Warlack. Das ist halt irgendwie erstmal so ein... Du kannst es direkt sehen, wäre nützlich. Oh, ist mein Inventar voll? Nein. Also es gibt so viele Verbesserungsideen, die ich mit diesen Dings habe. Und ich könnte natürlich auch die weiteren Körperlager von Ellen abklappern, weil eigentlich so richtig... Auf dem Land habe ich ja nicht so richtig was zu tun, weil ich meine, ich kann... Ich war ja eigentlich schon in den Tiefen, da war ja eigentlich nichts zu machen, ne? Also klar, ich könnte auch mit dem Schneeglatter rumfahren. Aber... An und für sich gab es da eigentlich nichts zu machen. Meine ich mal so. Also ich wüsste zumindest nicht mehr, was ich da soll. Der Diviatam war da halt. Wahrscheinlich können wir den irgendwie noch richtig sprengen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Wir haben ja eigentlich nur von Margaret die Informationen erhalten, weil das was mit Tresserchen passiert ist, dass sie halt sich Sprengstoff von Margaret geholt hat, weil sie die irgendwie kontaktiert hat. Wir könnten aber den Pinguin dann in diese Höhle noch reinfahren und sich und dieses Magnetit-Ding da bauen, um den Wurm wegzuhauen, aber ansonsten... Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich gleich unterhalb von 100 Metern und dann ist wieder Wasserstoff ineffektiv. Sauerstoff. Wie viel Titan ich hier schon raus wurde. Ja, das meinte ich. Toll. Was ist denn das hier? Ich will nur Blei haben! Ich glaube, ich müsste jetzt, glaube ich, genug haben, aber trotzdem. So rein vom Gefühl. Ich habe keine Ahnung, ob es so ist. Das ist die gefühlte Wahrheit. Hab ich Seegras? Nein, dumme Idee. Ich habe überlegt, ob ich Seegras über Wasser anbauen kann. Aber mir ist dann recht schnell aufgefallen, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Aber das Ding sieht schon ziemlich episch aus. Schade, dass wir das Schubmodul noch nicht gefunden haben. Welcome aboard, Captain. Jo, grüß dich. Weil das wäre jetzt schon extrem praktisch. Noch besser wäre übrigens ein Farmmodul, fällt mir mal so auf. Für so verschiedene Sachen. Also, dass ich halt so zum Beispiel diese Chilischoten einfach anbauen könnte. Das wäre so praktisch.
So, ich habe insgesamt 8 Blei gefunden, aber quasi ein ganzes Inventar voller Titan. Das ist ja super, gut. Ich hatte mir für einen kurzen Moment echt Sorgen gemacht, dass ich Titanmangel habe. Ha! Oh, warte mal, was ich aber auch habe, ist aber eigentlich Dingsmangel, war. Ich kann ja erstmal immer dieses Glas herstellen. Auseinandernehmen kann ich das immer noch. Ne, was ich habe, ist Glasmangel, würde ich gerade sagen. Ja. Ich denke mal, ich habe nichts mehr auf Lager. Naja. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Na gut, dann packen wir das Zeug erstmal weg. Ja gut, So, was brauchen wir fürs Glasdach noch? Immediates Glas, 2 Titan, 2 Lithium. Haben wir noch Lithium da? Ist ja gleich die nächste Frage. Teile dieser Antwort könnten Sie verunsichern. Ja, aber echt jetzt? Na gut, dann müssen wir wohl noch zusätzlich noch Lithium suchen gehen. Gut, dass wir heute so gut vorankommen. Ach, schwer, falsch. Immerhin kann ich Lithium direkt suchen. Das Quarz werde ich wahrscheinlich auf dem Weg dahin finden, oder? Lithium. So, passt. Gibt es da nicht einen Fachbegriff für diese Art von Menüs? Also diese Onscreen-Dinger, die du halt mit der Maus irgendwie bedienst. Weil zum Beispiel Star Citizen hat das ja auch, das Zeug. Warum habe ich eigentlich 4 Wasser bei? Und nämlich davon muss ich mal kurz in die... Oh, es gibt tatsächlich Lithium in Reichweite. Also da, wo das ist, gibt es wahrscheinlich noch mehr. So. Ach, siehst du, ich habe hier sogar noch einen Magnetit. Muss ich mir gleich mal gucken, was ich für die Schneegleiter-Expedition eigentlich alles brauche. Zug, Dings. Habe ich hier eigentlich... Warte mal, ich habe das. Gehsäcke. Ich habe noch einen Magnet. Hier sind übrigens auch noch, hier übrigens auch noch 2 Lithium, aber die brauche ich wahrscheinlich noch für zusätzliche... für zukünftige Fahrten. Nee, weil, warte mal. Ich will ja diese Schneegleiter... Ich gucke wahrscheinlich am besten mal hier. Warte mal, ich will ja nämlich... Ich will... Viel. Nee, die ganze Welt vor allen Dingen. Was ich bauen will, ist ja... Was? Pikanter Obstsalat? Ich kann einen Obstsalat bauen. Okay, jetzt weiß ich immer, wofür ich die Schneepflaumenblätter brauche. Okay, ich kann Obstsalate bauen. Interessant. Überraschend köstlicher und mit wärmender Wirkung. Ja, aber ist wahrscheinlich irgendwie ohne... Dafür bräuchte ich denn das Kühlschrankmodul für meine Seebahn. Ist ja auch nicht helfen. So, warte mal, nee. Schubkanone habe ich immer noch nicht. Aber bis jetzt habe ich die auch noch nicht gebraucht. Ich würde gerne den Klopfer bauen. Der ist ja mit Batterie, Titan und Magnetit. Ist der ja schnell gebastelt. Batterien haben wir auf jeden Fall noch. Kannst du Schwimmhilfe für eine Person? Ach, siehst du, pro Schwimmhilfe. Der Blasenfisch kann nicht schlecht werden. Der arme Fisch. Ich hätte ihn auch wieder freilassen können. Egal. Interessant, dass ich sowas hab. den Speerpinguin habe ich ja schon gebaut, nicht wahr? Fernsteuerung auch. So, Gravitationsfalle kann ich bauen. Um leichte Objekte einen kleinen Tier anzunehmen. Wofür auch immer das gut sein soll. So, ich brauche aber für den... Jetzt kommen die wichtigen Teile. Ich brauche für den Fuchs... für den Schneefuchs brauche ich... ein Motorrad, das schwebt. Naja, es ist halt... es ist halt moderne Technologie, nicht wahr? Es ist eigentlich eher ein Gleiter, oder? Also dafür brauche ich 2 Magnetit... eine Batterie... Schmierstoffe... Was haut gegen meine Basis gegen? Und Titan. So... Und dann brauche ich ja auch noch diese... Wo war die Quantenkiste gut sein soll? Das Aquariumteil hätte ich auch noch gerne. Und das Zugmodul. Davon am besten gleich 2. Ich könnte noch Torpedos zerschießen, aber das... Ich sehe irgendwie nicht so richtig, dass ich das... Und die Tauchflasche mit hoher Kapazität wäre natürlich auch noch schön, aber... Na gut. Ich habe immer noch nicht diesen Innenraum für Dings. Und dann brauche ich noch die Rampe. Die bestimmt total praktisch ist, wenn man sie über Land baut. So, die braucht 2 Titan und einen Kabelsatz. Na gut, ein Kabelsatz besteht aus 2 Silber. Den könnte ich auch einfach mitnehmen. Titan findet sich schon. Genau. Davon abgesehen. Gibt es durchaus mal nichts, was ich bauen möchte. Ein Wandtopf, wenn ich schon gebaut hat, Ding. Ich kann noch eine Bank bauen. Warum auch immer ich eine Bank wollte. Ich kann ungefähr gefühlt 1000 Betten bauen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch einen Raum anbauen möchte, der einfach ein großer Schlafsaal ist. Weil ich irgendwie mein Fasergewerbe loswerden muss. Ich könnte jetzt wirklich einen riesengroßen Schlafsaal bauen. Wie oft wollen die Fische eigentlich noch? Ich könnte das Berufsspielzeug bauen.
Und das Skelett. Besteht aus Polyanilin, Plasterbaren und 3 Diamanten. Hm. Vielleicht muss ich doch mal wieder in die Diamanttiefen raus. So, wir haben mittlerweile in der Zwischenzeit ich habe genug Zeit dann verbracht, Dinge zu tun. Das heißt, ich habe jetzt genug. Weil das Titan ist alles genau am gleichen Ort. Das ist hier dieses. Dieses Riff. Ach, guck mal, hier ist aber Glas. Oh. Und Aussicht auf Blei. Was ist das hier unten eigentlich noch für eine Höhle? Kenne ich die? Schön, dass ich mich auch direkt wieder ablenken lasse. Gelbe Höhlen. Wahrscheinlich heißen die im Wiki tatsächlich auch genauso Yellow Depths oder irgendwie so. Was gibt's hier drin? Kupfer. Und Glas. Das ist nicht viel wichtiger. Aber ansonsten. Oh, was? Die jetzt hier gleich am Anfang auch gegeben? Die Wurzelblasen? Oh, das ist ja. Hm. Na gut. Guck mal, hier hinten ist so ein Schwefelvieh. Tschüss. Da wäre Silber gewesen. Oder eine Aussicht auf Silber. Ich denke immer noch so ein bisschen wie so ein Dark Souls-Text mit hier Aussicht auf. Oder achte auf Suppe. Oder große Kiste voraus. Ha, Klassiker. Ich höre schon wieder Krypto. Ich sehe den Schatten von so viel. Ach, da ist es direkt über mir. Die Viecher. Das ist ganz schön viel Scan-Reichweite, das die ganze Angelegenheit hier. Mit diesem Scan-Raum. Ich meine, wie weit ist die Basis entfernt? 300 Meter. Ey, für 300 Meter Scan-Reichweite ist schon okay. Das ist halt, geht halt wirklich bis hier hin. Das ist ja vor allem hier auch im Kreis. Das ist ganz schön ein Stück, wenn man so will. Also offensichtlich 300 Meter wahrscheinlich. Ich hätte echt gedacht, dass ich tatsächlich vielleicht irgendwie noch so eine Scan-Basis bauen muss oder so, um das denn richtig über die Bühne zu bringen. Ach, guck mal, hier ist auch Glas. Lithium, Quarz. Ich sehe ja schon kommen, dass ich immer noch mal den Willen habe, eine zweite Basis zu bauen. Das ist ja auch verlockend, wenn du mit diesen, mit dem Krebs halt die Ressourcen relativ schnell abbauen kannst. Denn spricht ja auch vieles dafür, dass du das einfach ja machen kannst. Du hast ja ganz viele Ressourcen, wenn du es abbaust, aber dann irgendwas mangelt es dann wieder. Und dann geht's doch nicht so leicht, wie du dir das vorstellst, denn. Ja, ne? Damit bin ich gerade tatsächlich sogar glücklich über Titan. Oh, noch 30 Sekunden Luft. 30 seconds of oxygen remaining. Jo, jo. So, Judy. Jut. So, hätte ich jetzt diese komischen Schwimmkörper gebaut, die wären jetzt nützlich. Der Oberfläche das Spiel immer. Also, da war die tropische Landschaft vom Vorgänger irgendwie schöner, ne? Ich muss ja mal gucken, wie viele Diamanten ich habe. Ich habe nicht, dass ich gerade meine letzten 4 Diamanten in eine Decke mache, während ich für die gleichen Kosten hätte auch noch den Körper herstellen können. Na gut, dann könnte ich wieder in die Diamanttiefen gehen. Dann hätte sich das auch erledigt. Aber das war, glaube ich. Ah, das war alles an Lithium, was es rund um meiner Basis gibt. Das ist wahrscheinlich genau an der Sensorreichweite. Also viel mehr finde ich jetzt ohne. Man muss die Leiter unter Wasser anklicken. Sonst geht's ja nicht. So, mein Inventar ist fast voll, aber halt auch noch fast. So, Glas. Dann das. Das ist auch sehr cool, dass ich gerade nochmal die Zusatzinhalte für das emaillierte Glas gleich noch gefunden habe, das Blei. So, und dann haben wir jetzt ganz viele Dinge getan und können jetzt. Die große. Doch. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das geht nicht. Das hat mich ja sehr enttäuscht. Wie viel schränkt das eigentlich die strukturelle Integrität an? Ich meine, es besteht aus Lithium, aber. Ach, 22 ist noch gut hier. Ach, schön. Ich meine, es gibt zwar überhaupt nichts zu sehen nach oben hin. Das wäre halt in so einer epischen Leuchtehülle halt irgendwie schöner, aber. Wie macht man das? Ganz schön Angst, wie schnell die Strömung hier rüber geht. Judy, dann schauen wir mal, wie viele Diamanten haben wir denn noch? Wir haben noch einen Magnetit auf jeden Fall. Wir haben jetzt wieder 4 Lithium und ein bisschen Glas, so wie es aussieht. Aber ich fürchte, wir haben noch einen Kyanit. Wir haben noch diverse Gesäcke hier. Wir haben noch die Höhlensprossporen, die ich anscheinend hätte gar nicht so weit mitbringen müssen. Weißt du, wir haben noch 3 Diamanten, das reicht noch genau. Ja, wir haben 4 Diamanten. Okay, so viel dazu. So, dann klingelt es. Und dann ist er da.